Heute gibt's was nicht nur für PC-Spieler, sondern auch für unsere Konsolen. Und das ist die erste neue Karte heute von vielen, nämlich die Attingham Park. So, wie gesagt, nicht nur PC, sondern PlayStation und Xbox-Spieler können diese Karte auch spielen. Also, diesen realen Gelände nachempfunden von natürlich Attingham Park, so heißt das. Man hat schon die Biogasanlage, eine kleine 99 Kilowatt Biogasanlage, auch mit ein paar Fahrzeugen, ein Feld, und eins muss man gleich dazu sagen: Es gibt auch diverse Höfe, die man dann kaufen kann. Das nächste, was dann auch noch ist, es ist nämlich folgendes, dass es diverse Dinge gibt, zum Beispiel Acham Fishing Club, der generiert Geld, wenn man ihn kauft, aber nur dann, sonst nicht. Und diverse andere Dinge ist das Gleiche. So, Viehhändler, Kühe, ja. Folgendes: Baumwolle und Zuckerrohr gibt es hier nicht, sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Na gut, spricht im Großen und Ganzen ja nichts dagegen. So, natürlich die ganze Produktion haben wir, Verträge haben wir auch. Ja, Kühe haben wir auch schon. Beim Viehhändler Kühe, anscheinend besitzt man den. Und ja, was ist genug drinnen, und Mischration ist auch. Naja, ich schätze mal, für die gesamte Zeit des Spiels genug drinnen. So, ja, Stadtfahrzeuge schauen wir sich dann auch noch an. Wir schauen mal mit den Verkaufsstellen an. Also Kaufstellen, man kann zum Beispiel Zuckerrüben kaufen. Und ehrlich gesagt, der Kaufpreis für zum Beispiel Zuckerrüben hier würde ich höher angeben als der Verkaufspreis. So, Saatgut, ja, das sieht man sogar, der Saatgutpreis finde ich gut. Es ist sehr interessant. So, Diesel, Tankstelle, Tankstelle. Ja, kann man sich aussuchen. Entweder 57 oder 1250. Oder 1000 Liter, wohlgemerkt. So. Schokolade, Bretter und Möbel. Geht alles zum Verkaufen. Es ist wirklich schön, alles da drinnen. Und ja, schauen Sie sich mal die Stadtfahrzeuge bzw. die Biogasanlage an. Da sind wir eh schon. Mehr gibt es da momentan noch nicht. Ja, eine kleine Biogasanlage, und das Feld, das Grasfeld, gehört einem schon. Das heißt, ja, man kann Vollgas mit der Biogasanlage anfangen. Im leichten Spielermodus natürlich, oder? Gut, Biogasanlage kostet 24.000, das Feld kostet 121.000. Ja, man muss sich halt weiter arbeiten, um halt so einen Hof zum Beispiel zu kaufen. Ich finde es gut, dass der Hof zumindest so schön beschrieben ist. Das ist der Brompton Hof. Der Brompton Hof hat Hühner und Kühe. Die sieht man natürlich erst, wenn man sie gekauft hat. Der Crossfield Dairy. Diese Farm. Crossfield Dairy, also Molkerei, hat Kühe und Schafe. Und darum haben wir Malthaus. Der Malthaus hat Pferde und Schweine. Ja, das vom Attingham Park Fish Club, und das Ganze habe ich schon erzählt. Und was kostet das Ganze hier eigentlich? Ah, 0 Euro. Das kann man sich so verkaufen. Finde ich auch in Ordnung so, weil dann hat man das auch richtig im Besitz. Ja, so, auf jeden Fall schauen wir uns einmal die Farmhäuser an.
beziehungsweise die Höfe, und der Malthaushof schaut ja nicht immer so übel aus. Und natürlich, wenn man nicht gerade so beginnt wie ich, wie immer bei den Vorstellungen, kann man sich ja den Hof aussuchen. So, der, wie heißt der jetzt? Der Brompton Hof hat Hühner und Kühe. Das wäre hier die Kühe, und die Hühner sollten auch irgendwo sein. Und anscheinend hat man so ein Gewächshaus auch noch da. Wunderbar. Schaut nicht immer so übel aus. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat man Minimum ein Feld pro Hof dazu. So, alte Wassermühle haben wir danach da. Süßkartoffel. Da kann man. Also sagen wir so, da gibt es schon so einiges. So, Crossfield Dairy. Ja, sieht man auch schon. Ja, schaut auch nicht übel aus. Und wie gesagt, bei jedem Hof hat man halt auch was dazu. Malthaus. Ja, da hat man auch ein, zwei Felder dazu. Und bei dem war ich schon. Also, wie gesagt, die ganzen Höfe sind nach realen Gegebenheiten, beziehungsweise die ganze Karte ist nach realen Gegebenheiten gebaut worden. Ja, gut. Dadurch, dass ich auch nicht weiß, wie das Ganze wirklich ausschaut, würde ich mal sagen, ja, es ist in Ordnung. Vor allem von den Hügeln her und das Ganze, sie ist nicht zu 100% flach. Finde ich wirklich gut, dass zumindest kleine Hügelchen oder Erhebungen eigentlich drinnen sind, die die Hecken kann man auch irgendwie entfernen, aber das sehe ich momentan leider nicht. Ja, Precision Farming Ready ist ja auch mit der realen Bodenkarte. Die Hecken kann man, Heckenkollision kann man entfernen. Da gibt es einen Trigger beim Händler. Ist in Ordnung, finde ich. Und die Weitsicht passt auch bei der Karte. Und gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste neue Karte an. Weiter geht es mit der Views von dem Lulu 023. Und ja, bevor ich es vergesse, die Ettingham Park kommt vom GB Modding und hat über 500 oder knapp 510 Megabyte an Dateigröße. So, die Bounce. Eine Karte rein für Feldarbeiten. Was ich so sehe, gibt es auch keinen Forst. Produktion, na gut, eine Biogasanlage hat man schon. Naja, ist ja nicht mehr so schlecht. Verträge hat man da, Tiere, wie gesagt, keine. Stahlfahrzeuge, die hüpfen wir auch gleich durch. Aber zuerst will ich mal schauen. Ja, Holz, Heu, Gras gibt es nicht. Hackschnitzel gibt es nicht. Milch gibt es auch nicht. Eier, Wolle, ja, wie schon gesagt. Oliven gibt es auch keine Verkaufsstelle. Trauben auch keine. Okay. Ja, irgendwelche Weiterverarbeitungen in puncto. Ja, Produkte oder Produktionen sind auch nicht vorhanden. Ja, Mist und Glück kann man wenigstens verkaufen. Aber gut. Ja, da sieht man auch Roggen, Hartweizen, Sommergerste und Tritikale sind als zusätzliche Früchte noch oben. Ja, da wurde eigentlich nichts verändert, außer dass die unteren dazugekommen sind. Finde ich in Ordnung so. Man hat auch jede Menge Felder schon am Anfang. Oh, Feldpreise, ja, da hat man schon ein paar höhere Preise. So, anfangen kann man mit den Startfahrzeugen, wenn man sich das so anschaut, auf jeden Fall. Feld 722, 933,
sonstige Gerätschaft auch da. Ein Teleskoplader, Walze, Seemaschinen und alles haben wir da. Da. So, dann fangen wir wieder von vorne an. Gut, das ist der Hof. Wie gesagt, die Karte ist für mit ohne Tiere zum Spielen. Drei Verkaufsstellen gibt es natürlich. Da kann man Getreide, Rüben und Kartoffeln verkaufen. Ein Händlerverkehr, Fußgängerverkehr, BGA haben wir schon. Und 29 Felder im Allgemeinen. So, dann gibt es auch das Gelände mit mehreren Winkeln. Also das. Wie ist das denn? Ja, der Boden hat halt mehrere Winkel, nicht so wie im Standardspiel. So, gut, wenige in Anführungszeichen. Und Stoppelzerstörung wurde auch noch hinzugefügt. So, ja, Dörfli haben wir da. Und ja, ehrlich gesagt, die Erdingham Park gefällt mir persönlich besser. Aber Leute, die natürlich mit großen Fahrzeugen spielen möchten und nicht mit Tieren oder Forst, sind auf dieser Karte richtig gut aufgehoben. Aber meine Empfehlung heute, ich glaube, das wird die Ettingham Park sein. Und das heißt, ja, wir schauen uns mal die nächste neue Karte an. Weiter geht's mit der Otless Suffolk Post Demo. So. Dann, sie kommt von Miles Ellis. Und, okay. So was ähnliches hatten wir ja schon einmal gesehen, nur. Ja, das ist im Prinzip ein Update dieser Karte. Steht wahrscheinlich deswegen als Demo. Und ja, es sind Bäume dazu gekommen, aber flach ist sie trotzdem noch. Immer die gleichen Häuser. Also, Ideenreichtum ist hier Mangelware, muss ich ehrlich sagen. Aber sie hat sich schon etwas aufgelockert, was ich so zum oder vom letzten Mal gesehen habe. Aber ja, es fehlt aber immer noch so ziemlich etwas. 1,2 Millionen für das hier. Die Felder passen auch noch nicht zu 100%. Produktion keine, Tiere keine, Verträge keine, Stadtfahrzeuge natürlich wahrscheinlich. Alles was auf der Ellengrad ist. Ja, Verkaufsstellen sind hier irgendwie Mangelware. Ja, irgendwie sollte ich es mir fast angewöhnen. Auf der ganzen Karten zuerst einmal kurz anzuschauen, ob sie mir bekannt vorkommen oder wie, was, wann. Die halt, wie soll ich sagen, richtig an den richtigen Stellen des Videos kommen. Aber gut, so haben wir die Demo oder Beta eigentlich, weil mehr ist es ja eigentlich nicht. Halt, ja, am Schluss der neuen Karten. Ja, ja, mehr gibt es eigentlich eh nicht zu sehen. Und ja, wie gesagt, mehr gibt es da nicht. Jeder, der was das möchte, kann sich gerne spielen. Und ja, eines muss ja einem klar sein, dass man hier halt die Verkaufsstellen und alles selber platzieren muss und dass sie komplett flach ist. Also von den Feldern her ist schon eher, aber von der Größe der Felder und Aufteilung eher weniger. Flache Karte gefällt mir auch nicht wirklich, aber jeder, der das möchte, sowas auch will, spielen möchte oder spielen will, je nachdem wie man es aufnimmt, der darf sie gerne spielen. Und ja, wie gesagt, meins ist die Karte nicht. Ja, weiter geht's mit der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Die Karte ist heute die Karte mit den Gräben. Ja, ich glaube von der
Nordfriesischen Marsch von Fidex muss ich nicht so viel erzählen. Deswegen schauen wir gleich einmal zu den Updates. Nämlich die Kühe verbrauchen 25% mehr Stroh, produzieren aber 20% mehr Mist und 10% mehr Gülle. So, der Hopfenwachstum wurde jetzt auch richtig eingestellt. Die und diverse Früchte müssen jetzt nicht mehr gewalzt werden. Und zwar Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Baumwolle, Sorghum, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel und Kohl. So, am Shop stehen nun ein paar Dekomaschinen und Geräte. Und wo haben wir den Shop? Da kann ich hinschauen. Da ist der Shop. So. Deko-Gebäude werden natürlich erst ab dem neuen Safe-Game sichtbar. Richtig sichtbar. Ja, leider sehe ich hier nichts, obwohl ich beim Shop bin. Ja, weiter. Die Mülltonne am Hafen und die schwebende Lampe am Hafen wurden weggezogen. Beziehungsweise genau auch so auch wie die Bank bei der Baustelle am Hafen. Ja, Brücke zu Feld 7, die wurde angepasst. Dann Korrosion bei den Pfeilern auf der großen Brücke wurden rausgenommen. Wasserplan im Süden und am Hof am Grabenbreite wurden angepasst bzw. neu gemacht. Streusalz wurde in die Preisliste aufgenommen. Schauen wir mal, ob man da irgendwo. Ja, außer jede Menge neuer und jede Menge Karten, nicht Karten, Verkaufsstellen. Ja, Streusalz, ja, kann man jetzt auch verkaufen, wenn man es selber produziert. Finde ich eine gute Idee. Und ja, was wurde noch weitergemacht? Platz beim Schlachter wurde vorbereitet. Multiplayer Store Item Fehler wurde gefixt. Dann wurde die ganze Karte für neue Produktionen vorbereitet. Und das sind Rinderfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Hühnchenfleisch, steht da. Schafsfleisch, Wurstwaren, Nebenprodukte, Leder, Schuhe und Holzklötzen. Dann Kuchenplatte Fehler wurde gefixt, wenn man die Produktion nicht im Motorordner haben sollte. Dann Kanalmitglieder und aktive Twitch Subs wurden im Shop wieder auf den neuesten Stand gebracht. Ja, gut. Soweit kennt sie jeder. Ich bin ein bisschen drüber geflogen und ja, schauen wir mal weiter auf die nächste Karte. Weiter geht es mit der Lagerlois von Agriax. V2. So, was hat sich bei dieser Karte mal verändert? Nämlich, sie ist jetzt Multiplayer ready. Also, freut euch darauf, dass man sie Multiplayer spielen kann. Weil so schlecht schaut sie erstens einmal nicht aus. So, kurzer Überblick. Verträge haben, Produktionsketten sind keine Verträge, wie schon gesagt, einen Kuhstall hat man, Stadtfahrzeuge, ja, Wachstumskalender wird auch etwas verändert, Verkaufsstellen, mal kurz durchschauen, Hackschnitzel gehen nicht, habe ich gerade rausgefunden, dann Schokolade, Butter, Bretter, Möbel funktionieren auch nicht. So, Lineseed gibt es als Zusatzfrucht. Als zusätzliche Frucht, sagen wir so. Das passt hier auch alles. Und ja, was wurde noch geändert? Precision Farming kompatibel ist sie. Spawn-Probleme mit beide diesen Symbolen wurden behoben. Probleme mit dem Verkauf bestimmter Feldfrüchte, das wurde gelöst. Dann hinzugekommen ist Flachskultur, dann
Fußgängers, Blindlines und auch Heißluftballons. Finde ich recht gut. So, da startet man, wie man schon gesehen hat. Ja, und soweit sollte die Lagerses auch sauber sein. 46 Felder, 14 Wiesen und einen Bauernhof mit Viehzucht, wo wir gerade gestartet sind, beziehungsweise in den Luft geflogen sind. So, Dörfli ist auch da, im Allgemeinen eigentlich nicht nur so über die Karte. Rundherum schaut auch gut aus. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, ab zur nächsten Karte. Schau, was die so geändert oder was dort so geändert wurde. So, die vorletzte Karte ist die Volagroteca. Eine Karte für leistungsschwache PCs. So, sie kommt von Giro Whisky, ich schätze mal, das ist richtig. Und ja, was haben wir hier? Große Felderbahnhof, Flugzeug und leider keine Beschreibung, was sich verändert hat. Soviel ich noch weiß, hier glaube ich hier der eine Streifen, aber die Felder und alles sind immer noch gleich. Also die PDA gehört auf jeden Fall noch weiter verarbeitet und bearbeitet. Schafe haben wir schon, Stahlfahrzeuge haben wir auch. Verkaufsstellen sind keine da, also das wäre dann auch noch weiter zu lösen. Und ja, drei Wälder gibt es angeblich noch. Und die Karte hat dadurch, dass sie auch von schwierigen PCs gespielt werden sollte und auch kann, wurden, glaube ich, die Polis etwas verändert in der V2, damit das Ganze leichter vonstatten geht. Und leider steht nicht mehr da, was geändert wurde. Finde ich, ehrlich gesagt, sehr schade. Die letzte Karte ist die Lost Valley von Dumont. 33 Felder, 10 Verkaufsstellen, 11 Produktionen, Sägewerk und 5 kaufbare Wälder. Kurz die Eckdaten. Sammlerstücke gibt es sonst noch und dann natürlich Precision Farming Ready. Die KI sollte funktionieren und die Wirtschaft wurde auch etwas verändert. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Soweit. Ja, was haben wir denn da? Natürlich die ganzen Produkte. Ja, Schokolade geht nicht. Brett und Möbel funktionieren zu verkaufen. Ist alles in Ordnung. Vor allem, es gibt ja auch 5 Wälder, also sollte das auf jeden Fall funktionieren. Stahlfahrzeuge gibt es auch. Kuhstall, Kuhstall mit Fütterungsbutter, dann großen Schweine, Schaf und Pferdestall. Dann halt auch schon alles. Verträge gibt es, Produktionsketten gibt es leider noch keine. So, man hat auch das da oben. Die BGA kann man dann auch unter anderem auch noch extra dazu kaufen. Da haben wir zum Beispiel auch die Molkerei. Ja, das gehört auch schon alles und ja, bringen wir mal kurz dahin. Und ja, was wurde eigentlich verändert in der neuesten Version, nämlich der Version 1.1.2? Ja, das Wasser wurde durch das Standardwasser ersetzt, weil da gab es ein paar Problemchen, beziehungsweise sieht man jetzt auch die Wasserfälle, die hatten wir vorher nicht gesehen, so viel ich weiß. So, natürlich gibt es zusätzliche Objekte auf der Karte, neue Straßen gibt es, beziehungsweise Straßentexturen. Dann eine Brücke wurde dazu hinzugefügt und die Landwirtschaft wurde geändert. Dann der Müll wurde von der Karte entfernt, also alles, was man nicht mehr braucht, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Starttechnik wurde geändert. Schauen wir mal, was wir da alles haben. John Deere 6 zu 50, 4755, Pickup.
Jung Heinrich und wieder der T560 Mähdrescher. 6250, ein richtig großes Gerät und auch schönes Gerät. Bin ich schon mal damit gefahren, zwar nicht mit dem, steigen, sondern mit dem 6215er. Dann wurde auch noch die Moddesk aktualisiert. So, passt. BA, Hof. Hof. Ja. Beziehungsweise hier Hof. Das ist, glaube ich, auch ein Hof. Oder sowas ähnliches. Oder? Nein, das ist auch der Hof. Ja, das war's dann soweit. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, einmal auf die Amazon Affiliate Links geklickt und ihr unterstützt schon den Kanal. Vor allem, wenn ihr was kauft. Und nicht nur den Kanal, sondern das gesamte Team. Ich bedanke mich recht herzlich einmal dafür. Natürlich habt ihr durch die Affiliate Links keine Mehrkosten. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, amüsiert euch und wir sehen uns natürlich am Dienstag bei den News.